So Leute, guten Abend, ich bin Adam. Ach, sehr schön. Michigan war auch nicht schlecht. So, aber hier unser schönen LKW. Sieht eigentlich Rennen aus. Sieht schick aus, man. Na, bevor ich in die Anhänger hole, hole ich mir erstmal. Das sieht mir wie ein riesen Anhänger aus. Vier Achsen. Irgendeine Wetterstation oder so. Thank you.
Ich hab's Schild einfach weit über hinten bewegt. Vergessen. Das nächste voll in Kommentaren sehen. Natürlich. Ich hätte hinten das drauf machen sollen. Wow. Okay, die Straße ist nicht mit zu hoher Geschwindigkeit war. Nur noch, was ist das hier? Hier hinten ist ein riesiges Monument. Was zum Teufel? Oder ist das eine Ölstation? Da ist ein Tankanhänger, also wofür man fehlt, wenn dein Sattelkupplung braucht. Tunnel? Noch ein Tunnel? Das ist gar nicht mal so leicht. Ich verliere uns alle Waffen.
halt auch keinen Kredit. Brauchen wir den Ketten drauf. Du hast mir nicht allen gesamten Lebensleistungen gesagt, du hast für jedes einzelne Teil. Früher hattest du es ja so, ja, nur dein Motorradschaden. Jetzt kannst du das Getriebe, Federung, Motor, Tank und den Reifen haben. Das nicht mal. Wir haben die Spanngurte gut festgemacht.
irgendwelche Ölfässer, oder? Ich glaube, wir werden jetzt so viel Ballast verbrauchen wie gerade. Werde ich einfach alle vier nehmen. Okay, das braucht auch genau. Frachtcontainer, Mittel, Lager, Gas. Also, so wie früher, einfach hier so normal drauf drücken und dann, nein, er schlägt drauf. Deswegen so verzögert.
glaube, dadurch, dass du den nicht verkaufen kannst, war es vielleicht doch der, den wir gefunden haben im Sumpf. Das ist unserer war, den wir am Anfang bekommen haben, den LKW. Den Jeans. Jo, was ist da unten für eine LKW? Das Ding sieht ja mal biestig aus. Da ist ein Papier, das ist so. Es könnte sein, dass das das Fahrzeug ist. So, ein bisschen klein. Also wenn wer Lust hat, ich suche gerne Kollegen, die mit mir spielen. Größere Maschinen. Das ist ja einer aus dem Meschiger. Nur fürs Matsch ist nicht Schnee. Wenn ich hier einen Enkel finde, der wird wahrscheinlich die Schneeketten hat. Leute, ich habe euch doch gesagt, esst nicht den braunen Schnee. Also, bitte mal in die Kommentare schreiben, wer diesen Gag versteht. Auf was das eigentlich bezogen ist.
Tor da oben ist ein Fort. So, wir tanken und fahren den ganzen Weg wieder zurück. Also hier durch die der Straße. Wir haben hier bei diesen ganzen Truckern dann und ordentlich Hilfe, bei No Match eigentlich, glaube ich, ein sehr lukratives die Strecke passt durch. Wir sind fast wieder auf der Straße. Alter. Ich muss kurz mal schauen, wie lange geht der Parsche. 39 Minuten. Aber natürlich, wenn ihr länger wollt, anderthalb Stunden, zwei Stunden wollt, sagt es einfach. Schreibt es in den Portal. Fertig aus. Du brauchst erst die Minute so. Samstag Brennung hochladen. Hier schon Donnerstag gemacht. Das heißt, Feierabend habe ich schon installiert. Also, so wie die Fässer verfassen, sehen die wie bei uns in der Arbeit aus. Ölfässer. Also 200 Liter Fässer. Wait, what? No. No. Ihr wollt mich jetzt verarschen, oder?
Was Spiel? Hey, du kannst nicht spielen. Mudrunner Spiel. Kein Putz-Simulator. Guckt mal, so macht man das. Genau deswegen. Wir können keine Ladung verlieren. Wer braucht schon Brücken heutzutage? So macht man das. Oh, ich glaube, man soll, ich will keine so schön nachmachen. Gedanken kommen, ich parke also auf meine Borde auszuweichen. Ah, einfach ausgerufen. So Bauarbeiter, dass du da fortschritt. Uff, hätte ich fast richtig umgedreht. Weil hinten ist schwer. Natürlich macht viel schwerer als das muss nebenbei so viel dann klar sein. 32 und da kommen wir schon mal auf. Oh, das ist wirklich König der Straße. Nicht schlecht. Das ist einfach hier im Dorf.
endlich findet sich immer was zu tun. Das gab ordentlich Money. Natürlich dann noch mehr dabei. Oder nein, weniger als das, was ich geschleppt habe. Viel weniger. Und wenn wir das haben, dann schauen wir mal, ob wir hier rüberfahren und den LKW auch noch holen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.